Vielen Dank, Hans-Werner Fittkau, und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, denn jetzt geht es hier vor Ort los. Sie haben es gerade gesagt, die Debatte zum digitalen Impfpass der Europäischen Union. Der Blick vorher war der Blick quasi durchs Schlüsselloch, was die ganzen Abstimmungsergebnisse angeht, aber jetzt hat hier die Debatte angefangen und als erstes spricht Anna-Paula Zacharias für den Rat und sie hat gerade das Wort erteilt bekommen und wird jetzt hier die Debatte eröffnen. Good morning, Madam President. Thank you very much. Guten Morgen, Frau Vorsitzende. Danke schön. Guten Morgen, Frau Präsidentin. Danke, Frau Präsidentin, verehrte Mitglieder, dass Sie die Präsidentschaft zu dieser gemeinsamen Aussprache einladen. Danke auch für all Ihre Anstrengungen, das Mandat des Europäischen Parlaments zum digitalen grünen Zertifikat innerhalb so kurzer Zeit zu verabschieden. Wir freuen uns darauf, so bald wie möglich Verhandlungen einzuführen, um eine Einigung in den nächsten Wochen erreichen zu können, damit das System vor dem Sommer schon vorhanden sein kann. Das wäre ein starkes Zeichen an unsere Bürger, nämlich, dass wir gemeinsam uns engagieren, dass Europa wieder sich bewegen kann. Der Rat hat die Vorschläge zum digitalen grünen Zertifikat begrüßt, der Vorschlag, den die Kommission unterbreitet hat, um die Freizügigkeit innerhalb der EU zu erleichtern. Wir betonen auch die Flexibilität, die der vorgeschlagene Rahmen garantiert. Und die Präsidentschaft hofft in der Tat, dass der Einsatz des digitalen grünen Zertifikats, die soziale und wirtschaftliche Erholung unserer Gesellschaft wieder ankurbeln wird. Aber gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein. Die Erwartungen müssen wir richtig handhaben angesichts der schnellen Entwicklung der epidemiologischen Situation in Europa und weltweit, vor allem wenn es darum geht, Mutanten, die uns besorgen, anzugehen. Leider erleben wir das im Augenblick. Das Ratsabkommen über ein Verhandlungsmandat wurde einstimmig von den Mitgliedstaaten unterstützt. Und unser Vorschlag befasst sich schon mit einigen Anliegen des Parlaments, zum Beispiel eine Sunset-Klausel für die Deregulierung. Und wir sind weiterhin aufgeschlossen für weitere Diskussionen über grundlegende Fragen, zum Beispiel Schutz der personenbezogenen Daten, wobei die gemeinsame Stellungnahme des Datenschutzboards und Datenschutzbeauftragte berücksichtigt werden. Zusätzlich, Ende der letzten Woche, haben die Mitgliedstaaten Einigung erzielt über Leitlinien, die die wichtigsten technischen Spezifikationen beschreiben für die Umsetzung des digitalen grünen Zertifikats. Das ist ein entscheidender Schritt für die Errichtung der notwendigen Infrastrukturen, sowohl in der EU wie auf nationaler Ebene. Und ich möchte der Kommission danken für alle Arbeiten, die auf dieser Ebene verrichtet wurden. Sehr verehrte Abgeordnete, wie Sie wissen, die Frage der Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit der Covid-19-Tests, das ist nicht etwas, was unter das Ratsmandat fällt. Auch nicht Fragen, die mit den Gebühren zusammenhängen. Die Kommission wollte auch nicht in diesem Vorschlag diese Frage regeln. Nichtsdestotrotz, der Rat und die Mitgliedstaaten sind sich wirklich darüber im Klaren, dass es wichtig ist, die Kosten zu verringern oder auszuschalten, die für die Bürger auftreten, wenn sie Tests über sich ergehen lassen müssen, die im Vertrag, damit sie die Freizügigkeit des Vertrages in Anspruch nehmen können. Folgendes möchte ich betonen. Der Rat war in diesem Mandat damit einverstanden, dass die Zertifikate selbst unentgeltlich, also kostenlos ausgestellt werden. Dann nach der Ratsänderung der Richtlinie vom Dezember 2020, was die Mehrwertsteuer anbelangt, können die Mitgliedstaaten entweder verringerte Mehrwertsteuersätze oder Nullsteuersätze für Testkits anwenden. Das war vorher nicht möglich. Drittens, was die Tests anbelangt. Die Kosten können auch verringert werden, indem gemeinsam diese erworben, gekauft werden oder durch Finanzierung seitens der EU. 20 Millionen zusätzliche Schnelltests erhalten die Mitgliedstaaten und gemeinsame Beschaffung mit 32 Ländern für Schnelltests. Das wurde im November 2020 eingeleitet. Schließlich, obwohl Teststrategien in den Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten fallen, hat
hat der Rat im Januar eine Empfehlung erlassen, in dem der gemeinsame Rahmen enthalten ist für schnelle Antigentests und die gegenseitige Anerkennung der COVID-19-Testergebnisse EU-weit. Und der Gesundheits- und Sicherheitsausschuss hat sich auf eine gemeinsame Liste schneller COVID-19-Tests und gemeinsame standardisierte Daten für die Testergebnisse geeinigt. Ich bin sicher, dass dieser Prozess in den nächsten Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament fortgesetzt werden. Denn wir haben ja alle das gleiche Ziel, nämlich die Erleichterung des Lebens unserer Bürger in diesen so schwierigen Zeiten, damit Familien wieder zusammengeführt werden können, damit Studenten, Touristen und Geschäftsleute wieder reisen können, indem sie wieder Normalität erleben können und damit wieder unsere Wirtschaft bewegt werden kann. Vielen Dank. Thank you very much, Ms. Zacharias. Vielen Dank, Frau Zacharias. Und Sie hörten hier gerade Anna Paula Zacharias, die nochmal die grundsätzlichen Rahmenbedingungen erklärt hat. Das ist ja normalerweise immer so, dass nachher dann Kommission, Rat und das Parlament in Verhandlungen gehen und das dann nachher in eine Fassung bringen. Als nächstes spricht hier jetzt für die Europäische Kommission Didier Reynders. Er ist Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit. Covid-19 müssen wir wachsam bleiben. Wir haben aber auch Grund zur Hoffnung. Die europäische Impfkampagne gewinnt an Fahrt. In den letzten Monaten hatten wir viele Restriktionen, besonders Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, die ins Leben gerufen wurden, um Leben zu schützen. Heute möchten wir den europäischen Bürgern wieder eine Perspektive der Hoffnung eröffnen. Die Kommission schlägt ein Instrument vor, was den freien Personenverkehr fördern soll oder erleichtern soll in der ganzen EU. Ein Instrument, was ausgegeben wird und angenommen wird in allen Mitgliedstaaten und was es so den europäischen Bürgern erlauben soll, in Sicherheit zu reisen und ohne jede Diskriminierung. Ein Instrument, was auch den Bürgern helfen soll, wieder zu reisen innerhalb der ganzen Union, was die Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Tätigkeiten fördern soll und was ein Modell sein soll für künftig zu entwickelnde internationale Instrumente. Dieses Instrument ist das digitale grüne Zertifikat, meine Damen und Herren. Das grüne digitale Zertifikat soll Freizügigkeit fördern in Zeiten, wo wir immer noch mit dem Virus leben müssen, wo manche von uns schon geimpft sind, wohingegen andere noch nicht geimpft sind, weil sie noch nicht in den Prioritätengruppen stehen oder weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Das Ganze betrifft den Intra-EU-Reiseverkehr von EU-Bürgern und ihren Familienangehörigen. Zusammen damit gibt es einen anderen Vorschlag, Ausweitung des Systems auf Drittstaatsangehörige, die legal aufhältig sind in einem EU-Mitgliedstaat und die sich bewegen in einem anderen Mitgliedstaat. Bei der Ausarbeitung der technischen Lösungen müssen wir natürlich sicherstellen, dass all das kohärent ist mit internationalen Standards, die derzeit ausgearbeitet werden. Der Vorschlag baut auf zwei Kernwerten, die Nichtdiskriminierung und Datenschutz. Das digitale grüne Zertifikat wird bereitstehen für alle Europäer, egal wo jemand sich hat impfen lassen oder getestet wurde. Ein hohes Niveau an Datenschutz ist sichergestellt. Es gibt ein dezentrales Überprüfungssystem. Das Ganze funktioniert mit einer Infrastruktur, mit einem öffentlichen Schlüssel. Ich begrüße die Unterstützung durch das Parlament, um sicherzustellen, dass die sensiblen Daten, die enthalten sind im Zertifikat, entsprechend geschützt sind. Dies ist von ganz wesentlicher Bedeutung, damit das Vertrauen der Bürger in das System sichergestellt ist. Wir brauchen ein zügiges Handeln, damit wir ein zuverlässiges und sicheres Tool haben, so bald wie möglich. Die Zeit ist hier ganz wichtig. Wir müssen gewährleisten, dass das Ganze vor dem Sommer auch wirklich kommt. Die technische Arbeit kommt gut voran für die Implementierung einer Lösung, die Zentralisierung personenbezogener Daten verhindert, die Nutzung personenbezogener Daten minimiert und die Sicherheit gewährleistet. Ich rufe Sie auf, diesen Ansatz zu unterstützen. Die Kommission ist bereit, die Sorgen des Parlaments anzusprechen zum Datenschutz und zu anderen Punkten. In den anstehenden Trilogverhandlungen können wir uns diesen Punkten zuwenden. Wenn wir politisch hier Lösungen anbieten können, wird die technische Lösung rechtzeitig da sein. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir das Risiko einer Zersplitterung in Europa.
mit einer Vielfalt von möglicherweise inkompatiblen nationalen Lösungen. Wir haben dann die Gefahr, dass wir verschiedene Dokumente bekommen, die nicht überprüft werden können in allen Mitgliedstaaten. Und wir haben das Risiko, dass es auch gefälschte Dokumente gibt, die sich verbreiten und dass sich damit das Virus wieder verbreitet und das Misstrauen gibt bei den Bürgern. Bei der Schaffung des digitalen grünen Zertifikats müssen wir damit leben, dass es immer noch wissenschaftliche Ungewissheiten gibt in Bezug auf Covid-19. Wir haben noch keine volle wissenschaftliche Grundlage im Hinblick auf die Auswirkungen der Impfung oder der Genesung. Aber wir können nicht abwarten, bis all diese Fragen endgültig geklärt werden, bevor wir etwas tun. Wir müssen jetzt handeln, indem wir einen Text annehmen, der ausreichend flexibel ist, so dass diese Entwicklungen einbezogen werden können, wenn mehr wissenschaftliches Wissen vorhanden ist. Aus diesem Grund schlägt die Kommission vor, im Moment separate Lösungen zu machen. Wir haben das digitale grüne Zertifikat, das, was auf der Grundlage der Verordnung geschaffen wird. Und dann haben wir die mögliche Verwendung des Zertifikats. Wir sollten uns noch nicht entscheiden, was jetzt die Einhaltung von Restriktionen angeht. Wir können das jetzt noch nicht lösen zu diesem Zeitpunkt. Besonders was neue Varianten angeht, die Anlass zur Sorgen bereiten oder die Ungewissheit auslösen. Dann noch Restriktionen, neues Zertifikat und Möglichkeit, hier weiterzugehen und auch pragmatisch voranzuschreiten. Im Hinblick auf eine mögliche Nutzung des Zertifikats über die Freizügigkeit hinausgehen. Unser Vorschlag bildet keine Grundlagen für eine solche Nutzung in den Mitgliedstaaten. Wenn die Mitgliedstaaten das Zertifikat nutzen möchten zu allen Zwecken, brauchen sie eine Rechtsgrundlage hierfür auf der nationalen Ebene, im nationalen Recht. Und das muss voll konform gehen mit der Datenschutzgrundverordnung und es muss auch sichergestellt sein, dass diese Nutzung notwendig ist und auch verhältnismäßig. Sie müssen das absprechen mit den nationalen Datenschutzbehörden. Die Kommission würde sich dafür aussprechen, das digitale grüne Zertifikat nicht einzuschränken oder das Verbot nicht, hier kein Verbot zu erlassen. Die Mitgliedstaaten, die eine solche Nutzung vorsehen, brauchen ein separates System, aber das Risiko wäre ein aufgesplittetes System, ein zersplittertes System. Jetzt möchte ich etwas sagen zur Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit von Covid-19-Tests. Das digitale grüne Zertifikat soll gratis verfügbar sein. Wir stimmen der Meinung zu, dass Tests erschwinglich sein sollten für alle Bürger. Aber Fragen im Zusammenhang mit der Erstattung von medizinischen Kosten wie für Covid-19-Testen, all das liegt im Zuständigkeitsbereich der Mitgliedstaaten. Es ist ein komplexes Feld mit vielen privaten und öffentlichen Akteuren, die hier mitreden. Die Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Tests müssen genau bedacht werden, denn wir kämpfen ja immer noch gegen die Pandemie. Auf diesem Weg hat die Kommission 100 Millionen Euro bereitgestellt für den Kauf von über 20 Millionen Schnelltests, Antigentests. Die wurden den Mitgliedstaaten geliefert. Die Option für den Kauf von weiteren 400 Millionen Tests wurde jetzt sichergestellt durch das gemeinsame Kaufverfahren. 40 Millionen Tests wurden bestellt von den Mitgliedstaaten und natürlich können sie auch mehr kaufen, wenn das notwendig werden sollte. Solche gemeinsamen Beschaffungsverfahren erlauben es uns, bessere Bedingungen auszuhandeln, auch bei den Preisen für die einzelnen Mitglieder. Frau Vorsitzende, verehrte Abgeordnete, es ist klar, dass wir nicht völlig zum Normalzustand zurückkehren werden in diesem Sommer. Um das Virus zu bekämpfen, müssen manche Maßnahmen aufrechterhalten werden. Aber wenn der Sommer sich ankündigt und wenn die Bürger wieder reisen wollen in Europa in aller Sicherheit, brauchen wir zuverlässige Dokumente, die auch interoperabel sind. Wir brauchen das grüne digitale Zertifikat. Ich möchte Sie bitten, jetzt schnell zu handeln, im Interesse der europäischen Bürger, im Interesse des Binnenmarkts. Die Kommission ist bereit,
mit Ihnen unermüdlich zusammenzuarbeiten, damit wir einen akzeptablen Kompromiss finden können für die Co-Gesetzgeber und damit das so schnell wie möglich erfolgt. Ich möchte Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt gespannt auf Ihre Fragen und Anmerkungen und wir werden versuchen, das zu beantworten und sicher auch im Rahmen des Trilogs. Vielen Dank. Didi Reinders hier, der für die EU-Kommission gesprochen hat und nochmal darauf hingewiesen hat, dass wenn dieser digitale Impfpass der Europäischen Union in der Form kommt, dass er national geregelt werden muss und natürlich auch den Datenschutzbestimmungen der jeweiligen Länder obliegt und diese erfüllen muss. Als nächstes spricht hier jetzt als Berichterstatter für den bürgerlichen Freiheit, Justiz und Inneres Ausschuss Juan Fernando López Aguilar. Ist der Gesundheitsnotstand, den die Weltgesundheitsorganisation ausgerufen hat, die ganze Welt aufgerüttelt, vor allem auch die Europäische Union, die 27 Mitgliedstaaten, die 450 Millionen Bürgerinnen und Bürger, und zwar mit einer Härte, die man bisher noch nie erlebt hatte. Es ist offensichtlich, dass die Änderung, die wir erlebt haben, bestimmt nicht angenehm war. Nein, im Gegenteil, das hat wirklich gezeigt, ob sich die konstitutionelle Situation der Mitgliedstaaten, das EU-Recht, sich bewähren kann. Viele Mitgliedstaaten haben Dringlichkeitsmaßnahmen erlassen. Es war umstritten, ob sie mit ihren Verfassungen in Übereinstimmung waren. Und wir in der Europäischen Union haben gesehen, dass vor allem die wichtigste Errungenschaft der Europäischen Union gefährdet war, nämlich Schengen. Schengen, das ist die Freizügigkeit der Menschen. Das ist das, was wirklich am meisten geschätzt wird von der europäischen Erfahrung. Und wir im Europäischen Parlament haben gesehen, dass gerade einseitige Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten ergriffen haben, oft im Widerspruch mit dem EU-Recht, oft im Widerspruch mit dem Schengen-Kodex, etwas, was ja alle Mitgliedstaaten zusammen geregelt und angenommen hatten. Ja, der Schengen-Raum war wirklich so gefährdet, Schengen at stake. Und deswegen hat die Kommission eine Initiative ergriffen, um die Freizügigkeit wieder ordentlich regeln zu können. Denn ohne Freizügigkeit gibt es ja keine Europäische Union. Aber das Argument wird dadurch verstärkt. Denn es geht da nicht nur um die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit. Nach den verheerenden Folgen der Pandemie, das hat vor allem jene Wirtschaften sehr stark gefährdet und betroffen. Zum Beispiel da, wo der Tourismus im Bruttoinlandsprodukt eine so wichtige Rolle spielt. Aber überhaupt alle Wirtschaften wurden sehr aufgeröckelt und betroffen. Deswegen hat die Kommission die Initiative ergriffen, den Schengen-Raum, die Freizügigkeit wieder anzukurbeln. Die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat das Dringlichkeitsverfahren beantragt. Nun, die Rechtsgrundlage ist die Freizügigkeit. Und die Kommission hat da die Ehre, das zu leiten. Und ich freue mich darüber, ein fantastisches Verhandlungsteam geleitet zu haben. Die Sprecher der Fraktionen im Parlament, wir haben schnell gehandelt, denn wir wollten gerade dieses Dringlichverfahren unterstützen. Wir haben nicht nur das Dringlichkeitsverfahren unterstützt, sondern das Ziel dabei, nämlich zu versuchen, zur Wiederherstellung der Freizügigkeit beizutragen. Aber der Libe-Ausschuss hat vor allem die Grundrechte betont, dass es notwendig ist, die Verhältnismäßigkeit, das, was die EU-Charta bestimmt und wie diese von den Mitgliedstaaten angewandt werden, bestimmt. Die Daten sollten wirklich das absolut nötige Mindestmaß sein, nämlich die Verhältnismäßigkeit, die Integrität und auch die Gültigkeit dieser Daten. Die Daten, die es den Menschen ermöglichen, die Freizügigkeit zu nutzen. Das ist so wichtig für Grenzgänger, für Saisonarbeitnehmer, aber vor allem für die Unternehmen und für jene, die den Tourismus in der Europäischen Union wieder beleben wollen. Darüber haben wir gestern im Plenum des Europäischen Parlaments diskutiert. Aber auch weitere Bedingungen wollen wir, die kohärent sind mit unseren Anliegen, nämlich die Vertraulichkeit dieser Daten, Achtung der Privatsphäre, alles Grundrechte der EU. Diese Daten sollten deswegen nicht in einer zentralen Datenbank gespeichert werden. Sie können nur von der Gesundheitsverwaltung, die diese Zertifikate ausstellt, gespeichert werden. Und bei Impfungen zum Beispiel und bei PCR-Tests sollten dann diese eingegeben werden können.
aber vom Träger auch kontrolliert werden können. Diese Daten können auf gar keinen Fall woanders eingesetzt werden, um die Freizügigkeit einzuschränken. Sie können auch nicht intern von den Mitgliedstaaten genutzt werden, um zum Beispiel einen Theaterbesuch zu ermöglichen oder andere Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Also es geht da um die Freizügigkeit. Und die Menschen mit Behinderungen müssen das auch in Anspruch nehmen können, in Übereinstimmung mit unserer Richtlinie aus dem Jahre 2019, damit also diese Zertifikate auch auf Papier vorliegen können für Menschen mit Behinderung. Und das Instrument sollte zeitlich begrenzt sein. Erst einmal ein Jahr und regelmäßig, also 3 Monate, bevor das wieder verlängert werden muss, sollte die Kommission sich an das Parlament wenden und darüber Bericht erstatten. Denn es ist eine epidemiologische Situation. Ja, es ist die Wissenschaft, die Pharmakologie und nicht das Parlament, das darauf eingehen sollte. Aber wir müssen die rechtlichen Bedingungen schaffen, damit wir sehen können, wie das Instrument bisher gewirkt hat. Also Gültigkeit ein Jahr erst einmal. Und für uns ist es wichtig, dass das ganze rechtliche Schema diese Zertifikate, die chaotische Situation, die wir erleben, beendet. Diese Vielfalt von Maßnahmen, die auch miteinander im Widerspruch sind, sollte ein homogenes, einheitliches Zertifikat sein, gültig in allen Mitgliedstaaten, damit diese Kakophonie, diese Vielstimmigkeit beendet wird. Denn das hat dazu geführt, dass man immer wieder versucht hat, die Freizügigkeit einzuführen, aber dann hat man festgestellt, dass es Widersprüche und Schwierigkeiten gab. Ich komme gleich zum Schluss, Frau Vorsitzende. Das Zertifikat und die Tests sollten unentgeltlich sein, denn die Tests sind in einigen Mitgliedstaaten so teuer und es kann doch nicht sein, dass der Preis diskriminierend ist, es unmöglich macht. Also ein obligatorisches Test ist aber unentgeltlich. Es dürfen auch nicht zusätzliche Maßnahmen von den Mitgliedstaaten ergriffen werden. Dieses Zertifikat soll ja die Freizügigkeit ermutigen, ermöglichen. Also wir hoffen, dass dann die interinstitutionellen Verhandlungen zu einem Erfolg führen. Also wenn wir uns einigen können, damit es im Juni in Kraft treten kann, wäre es wirklich gut, wie die Kommission es beabsichtigt. Soweit Juan Fernando López Aguilar. Ja, wenn sich das Europäische Parlament hier mit Kommission und Rat einigen wird, dann wird das eines der schnellsten Gesetze sein, die hier die Europäische Union auf den Weg gebracht hat. Als nächstes jetzt mit der Eröffnung der Debatte beginnt für die EVP Jérôme Leanders. Frau Ministerin, wir haben während eines Jahres, mehr als eines Jahres, Beschränkungen erlebt und wir haben es satt und mit der Beschleunigung der Impfkampagne in Europa. Es ist wichtig, dass wir wieder Perspektiven ergeben. Und heute haben wir gezeigt, wie wichtig das für uns ist. Das können wir zeigen, indem wir im Schnellverfahren diesen Vorschlag annehmen, ohne dass die Qualität darunter leidet. Also die Kommission kann es sicher ertragen, wenn ich sage, wir machen den Vorschlag der Kommission noch besser. Dieses Zertifikat bedeutet sehr viel. Es ist nicht einfach ein bürokratisches Dokument. Nein, es ist eine echte Hilfe für die Bürger, damit sie wieder die Freizügigkeit genießen können, damit die Beschränkungen abgebaut werden können. Das Zertifikat ist verlässlich. Nur Impfstoffe, die von der EMA zugelassen wurden, dürfen da angegeben werden, sodass man auch Vertrauen haben kann in dieses Zertifikat. Wir wissen, dass die Arzneimittelbehörde eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich hat jeder die Möglichkeit, ein solches Verfahren zu beantragen. Dieses Zertifikat bedeutet Gleichstellung und Beseitigung der Diskriminierung zwischen jenen, die geimpft worden sind und jenen, die nicht geimpft worden sind und auch nie geimpft werden. Indem ein Covid-Zertifikat erstellt werden kann. Und wir stellen auch sicher, dass das Zertifikat gratis ist. Also das Zertifikat war nie grün, es war auch nur teilweise digital. Ich weiß nicht, weshalb man es als digitales grünes Zertifikat bezeichnet. Ich glaube, der Begriff EU-Covid-Zertifikat, das ist klarer, ist einfacher. Es zeigt, dass es eine europäische Lösung ist. Wir möchten ja eben Chaos und Fragmentierung
Fragmentierung vermeiden mit 27 nationalen Systemen. Zum Schluss möchte ich sagen, wir brauchen diese europäische Lösung und zwar schnell. Ich blicke auch Richtung Rat. Wir müssen Vorschläge annehmen, damit das Zertifikat dann angesetzt werden kann diesen Sommer, damit unsere Bürger wieder Perspektiven haben. Jetzt Frau Siepel bitte von der S&D. Und Sie hörten gerade Jeroen Lenaers, der gerade für die EVP gesprochen hat. Als nächstes spricht hier Birgit Zippel. Sie ist innenpolitische Sprecherin ihrer Fraktion und spricht für die Sozialdemokraten. Thank you. Vor einem Monat wurden wir gebeten, grüne Zertifikate zur Erleichterung der Reisefreiheit zu bearbeiten. Und nur am Rande, das haben wir geschafft. Und es wäre aber gut gewesen, wenn auch die Kommission, die den Eilantrag gestellt hatte, unsere Anfragen auch im Eiltempo beantwortet hätte. Die Zertifikate sind ein Hilfsmittel in dieser Pandemie. Und deshalb reden wir ganz klar von Covid-19-Zertifikaten und fordern eine klare Verfallsklausel von 12 Monaten. Diese klare Formulierung hätte ich mir auch bei Erwähnung möglicher nationaler Zertifikate gewünscht. Reisefreiheit jetzt? Wir sind ja weiterhin mitten in der Pandemie. Es gibt verschiedene Varianten und ja, die Impfkampagne scheint an Fahrt aufzunehmen. Aber von einer Herdenimmunität sind wir noch weit entfernt. Und die Rückkehr zur vollen Reisefreiheit muss daher mit Augenmaß und auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse erfolgen. Dennoch, wir müssen die Reisefreiheit wiederherstellen. Denn Beschränkungen haben massiven Einfluss auf viele Menschen. Ich denke etwa an grenzüberschreitende Pendlerinnen und Pendler, aber auch an Familien in Grenzregionen. Die Verträge erlauben uns, Herr Kommissar Reynders hat es angesprochen, nur begrenzte Kompetenzen. Und deshalb sind jetzt die Mitgliedstaaten gefordert. Sind Sie nach über einem Jahr endlich in der Lage, einen koordinierten gemeinsamen Ansatz zu Reisebeschränkungen beziehungsweise deren Aufhebung zu finden? Oder wird es nur einen neuen Flickenteppich geben? Und es wäre gut, eine gemeinsame Lösung zu finden, denn die Zertifikate könnten jenseits der Reisefreiheit für geimpfte, getestete oder genesene Personen Ausgangspunkt für eine echte europäische Lösung werden, in deren Mittelpunkt nach wie vor die Impfung aller steht, die dies wollen. Und deshalb ein direkter Appell an Rat und Kommission. Nutzen Sie diese Chance. Schaffen Sie einen echten Mehrwert für die Reisefreiheit und die Bekämpfung der Pandemie. Vielen Dank. Und Sie hörten gerade Birgit Zippel und hier für die für den Vorsitz des EU-Parlaments spricht hier übrigens Roberta Metsola, sie ist Vizepräsidentin. Als nächstes in der Debatte spricht Sophia Intveld für die Liberalen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kommissar, Vertreterin des Rates, guten Morgen. Das Parlament hat gearbeitet und hat sehr schnell gearbeitet. Ich bin stolz zu sagen, dass dieses Parlament wieder einmal seine Verantwortung übernommen hat. Wir dienen den Bürgern und ich möchte auch meinen Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Fraktionen danken. Denn wir waren hier wirklich geeint. Wir standen hinter diesem Ziel. Das war beeindruckend meiner Ansicht nach. Wir müssen daran denken, dass es hier nicht nur um Urlauber geht, sondern es geht auch um Menschen, die grenzübergreifend arbeiten, die in Grenzregionen leben. Menschen, die ihren Arbeitsplatz, ihre Schule, ihre Familie auf der anderen Seite der Grenze haben und die jetzt erhebliche Einschränkungen ihrer Freiheiten erlebt haben. Freizügigkeit ist auch ein Recht, das darf man nicht vergessen. Es ist kein Privileg. Die Menschen sollten dafür nicht bezahlen müssen oder etwas aufopfern müssen, um das Recht ausüben zu können. Und um jetzt reisen zu können in diesem unmöglichen Flickenteppich nationaler Grenzen, die jetzt entstanden sind durch die Maßnahmen der Mitgliedstaaten. Das Vertrauen in die Bescheinigung ist ganz wichtig, damit es angenommen wird. Die vorübergehende Natur, die Verfallsklausel, Datenschutzklauseln, Klauseln, die es verhindern, dass die Daten doch weitergehend verwendet werden, all das ist ganz wichtig. Die 3 Zertifikate sind äquivalent. Es gibt eine Gleichbehandlung für die Bürger. Das ist wirklich von großer Bedeutung. Und auch das Vertrauen. Denn nur von der EMA zugelassene Impfstoffe werden jetzt
Status anerkannt. Aber ich möchte jetzt auf einen Punkt eingehen, der wahrscheinlich ein großer Stolperstein wird zwischen Rat und Parlament, nämlich die zusätzlichen nationalen Beschränkungen. Das Parlament ist dagegen. Denn was bringt es, wenn man ein gemeinsames europäisches System erarbeitet, wenn ein Mitgliedstaat, wenn ihm der Sinn danach steht, da die Bescheinigung einfach ignorieren kann und zusätzliche Beschränkungen erlassen kann? Da möchte ich wirklich den Rat einmal fragen. Warum eigentlich? Fragen Sie sich doch einmal, wie der Bürger das sieht. Glauben Sie, die Bürger warten hier auf eine Debatte über die Subsidiarität jetzt und nationale Zuständigkeiten? Die Bürger möchten ihre Rechte, die möchten ihre Freiheit, die möchten reisen können. Ich glaube, die Menschen brauchen Sicherheit, die Menschen brauchen Berechenbarkeit, denn sonst bringt diese Bescheinigung überhaupt nichts für die Bürger. Und dann zu den Kosten. Das Parlament ruft nach Gratistests, um die Bescheinigung bekommen zu können, denn sonst besteht keine Gleichheit. Wir verlangen auch Gratistests für gewisse Gruppen. Und dann, Herr Kommissar, ich finde das Argument, dass die Kommission hier keine Zuständigkeit, die Kommission hat doch alle Zuständigkeit im Binnenmarkt. Tests, die jetzt kommerziell verkauft werden auf einem offenen Markt, die kann man auch regulieren. Herr Kommissar, seien Sie doch mal kreativ. Und Sie hörten gerade Sophie Infeld für die Liberalen. Als nächstes spricht jetzt hier Annalisa Tardino für die Fraktion Identität und Demokratie. Grazie, Presidente. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar. Zuerst möchte ich sämtliche Zweifel bezüglich des Zertifikats ausräumen. Es ist keine Impfpflicht, es ist kein Reisepass, es gibt keine Verpflichtung, es zu nutzen. Es beschränkt die Reisen nicht, es ermöglicht die Reisen. Man versuchte, die Reiseregeln in Europa zu harmonisieren, um den Tourismus wieder anzukurbeln, ohne die Ungewissheiten, die derzeit herrschen für all jene, die reisen. Angesichts der Grenzsituation, da muss ich sagen, dass die Regeln ja jede Woche ändern von Land zu Land. Es ist sehr unangenehm für Reisende. Plötzlich können sie das Flugzeug nicht betreten, weil das Testergebnis nicht rechtzeitig gekommen ist. Und wir haben da die Möglichkeit zu beweisen, dass man geimpft ist, genesen oder negativ. Derzeit braucht man einen negativen Test beim Reisen. Das ist ja nichts Abnormales, was hinzukommt. Jetzt bieten sich aber neue Möglichkeiten, Dinge, die heute nicht möglich sind wegen der Maßnahmen. Neue Möglichkeiten für jene, die genesen sind oder die geimpft sind. Der Text der Kommission hat sich auch weiter verbessert und wir haben ja sehr hart gearbeitet im Ausschuss. Wir haben konkrete Vorschläge gemacht, um die Bürger besser zu verteidigen, zu schützen, besseren Schutz der personenbezogenen Daten. Und wir fordern, dass die Tests überall verfügbar sind und gratis. Auch an Flughäfen, an Bahnhöfen und unabhängig vom Wohnort. Und dann haben wir eine Laufzeit gefordert für das Zertifikat. Wir dürfen aber einen Sektor nicht vergessen. Der Tourismussektor, der Verkehrssektor, er macht 10% des BIPs aus. Viele Familien leben davon, ganz besonders auch im Süden Europas. In dieser ungewissen Zeit, in Zeiten dieser Pandemie, müssen wir verzichten auf ideologische Debatten. Wir brauchen ganz konkrete Lösungen unter Berücksichtigung des Rechts und der Wahlfreiheit aller. Wir nennen uns der Urlaubszeit und wir sollten versuchen, alles zu tun, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Das Covid-Zertifikat ist gewiss nicht perfekt, ist für einen vielleicht überflüssig, aber trotzdem ist es ein Schritt, der in diese Richtung geht. Und Sie hörten hier Annalisa Tardino. Als nächstes spricht jetzt hier für die Grünen Tineke Strick. Eineinhalb Minuten, bitte. Der
Chair, Commission, Council. When the pandemic emerged in the EU, danke, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, Präsidentschaft. Als die Pandemie begann, sahen wir, dass man die Grenzen schließen wollte, um den Feind außen zu halten. Aber die Pandemie hört nicht an den Grenzen auf. Und die Impfrate ist jetzt gestiegen. Das ist gut, aber wir brauchen einen vernünftigen, harmonisierten Ansatz für die Öffnung der Grenzen, was Gesundheitsrisiken anbelangt, Chaos und diskriminierende Politiken und damit den Weg ebnen für unsere Freizügigkeit. Die vorgeschlagene Verordnung zielt darauf ab, unsere Freiheit zu erleichtern, aber sie berührt auch Rechte und Freiheiten, die uns so wichtig sind. Und mit dieser Verordnung hat unsere Fraktion ganz klare rote Linien aufgezeigt. Und wir sehen, dass jetzt diese roten Linien in der Stellungnahme des Parlaments respektiert wurden. Das sichert, dass die Mitgliedstaaten nicht diskriminieren können für Menschen, die geimpft sind und Menschen, die nicht geimpft wurden. Und Menschen mit einem negativen Test oder sich nach einer Krankheit erholen sollten, gleich behandelt werden. Auch keine Diskriminierung wohlhabenden und weniger wohlhabenden Personen. Diese Tests sollten unentgeltlich und leicht zugänglich sein. Recht auf Privatsphäre, das ist mit den höchsten Standards garantiert. Ein Minimum an Daten und für Daten, die nicht gespeichert werden und die nicht nachverfolgt werden können. Aber wie steht es mit der Gesundheit? Nun, mit jeder Bewegung kann das Virus ansteckender werden. Aber wir müssen das richtige Gleichgewicht treffen. Die Risiken verringern, aber gleichzeitig unsere Freiheiten schützen, unsere Wirtschaften, unser Wohlbefinden. Verlässlichkeitskriterien sollten evidenzbasiert sein und sollten auch die neuen Entwicklungen der wissenschaftlichen Ergebnisse berücksichtigen. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass die Zertifikate unsere Freiheit einschränken können. Wir müssen sicherstellen, dass das Ergebnis umgekehrt sein sollte. Kein Zertifikat zu haben, darf nicht dazu führen, dass man keine Einreise haben kann. Aber weitere Einschränkungen dürfen dank des Zertifikats nicht eingeführt werden. Es geht darum, unsere Gesundheit zu schützen mit lokalen, regionalen Maßnahmen und natürlich mit schneller Impfung. Und Sie hörten hier gerade Tineke Strick und als nächstes in der Debatte für die europäischen Konservativen und Reformer spricht Nicola Procaccini. Grazie, signora Presidente. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. In Friedenszeiten, das wäre ja verrückt, über ein solches Zertifikat zu sprechen, aber wir befinden uns nicht in einer Friedenszeit. Nein, wir befinden uns in einer Kriegssituation. Es geht darum, die Freizügigkeit wieder zu gewinnen und das wird die Wirtschaft anzukommen. Der Tourismus ist vielleicht der Wirtschaftssektor, der am stärksten zu leiden hat unter der Pandemie. Nicht aus diesem, nur aus diesem Grund, aber auch aus diesem Grund brauchen wir schnell ein Instrument zur Förderung der Freizügigkeit von Bürgern. Wir können nicht zulassen, dass es da inkorrekte Formen des Tourismusdumpings gibt mit bilateralen Absprachen. Und wir haben auch gesehen, dass die Impfkampagne katastrophal in Verzug geraten ist. Und da könnte man zum Beispiel einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber anderen Ländern, den USA, Israel oder den Vereinigten Königreichen, wo die Impfkampagnen schon weiter sind als bei uns. Und gleichzeitig können wir ja nicht die Mitbürger nicht dazu zwingen, sich zu impfen, wenn sie reisen wollen. Das wäre ein ungerechter und wir brauchen dieses Zertifikat, um ungerechtfertigte Diskriminierung zu vermeiden zwischen denen, die geimpft sind und die nicht geimpft sind. Dann auch ein Covid-Test in den letzten 3 Tagen oder man muss beweisen, dass man genesen ist. Das ist also der Vorschlag des Parlaments und vor allem auch gratis Covid-Test, denn wir möchten nicht, dass eine weitere Diskriminierung entsteht zwischen denen, die sich den Test leisten können und denen, die sich das nicht leisten können. Und die EKR verlangt, dass wir den Namen ändern. Digitales grünes Zertifikat, das klingt nach Umweltschutz, das sollte umgewandelt werden in EU-Covid-19-Zertifikate. Das ist nicht nur von Symbolkraft, sondern wir möchten auch vermeiden, dass da Missbrauch getrieben wird mit solchen Namen. Ist Sanat del Kelma, Lil Cornelia Ernst.
Und Sie hörten hier gerade Nicola Procaccini. Als nächstes spricht jetzt Cordelia Ernst für die Linken und sie ist zugeschaltet hier digital aus Berlin. Oder Ersatzvisum, letzteres wäre auch ein Angriff auf die Freizügigkeit. Und wie es der europäische Datenschutzbeauftragte sagte, es ist kein Instrument zur Pandemiebekämpfung. Was es kann, ist unter den gegenwärtigen Bedingungen Freizügigkeit erleichtern, so wie ein Testvermag, das Zertifikat, nur eine Momentaufnahme zu sein. Was sind nun unsere Prämissen? Wir brauchen einen gleichen, schnellen und unkomplizierten Zugang zu Impfungen und Tests, die für alle kostenlos sein müssen. Umfassenden Datenschutz, die Beachtung der Belange von Millionen Pendlerinnen und Pendlern, keine Spielereien unter der Rubrik andere Zwecke, zusätzliche Maßnahmen und Augenmaß, wenn es um die Anerkennung von Impfstoffen geht. Wir haben gemeinsam gut verhandelt und der größte Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur eine Frage konnten wir nicht beantworten. Was ist das Zertifikat medizinisch wert? Wie sicher sind die Impfungen, Tests? Was bedeutet Gesundung? Bei Mehrfachmutationen wissen wir noch nicht einmal, ob die Impfungen wirksam sind. Wir haben das Zertifikat auf Annahmen gebaut, ohne ausreichende wissenschaftliche Beweise, wohlwissend, dass Viren wie Covid-19 zu den größten Gefahren der Menschheit gehören. Bereits 3,1 Millionen Menschen sind gestorben daran. Das Recht auf Leben und Gesundheit gebietet es, die Patente für lebensnotwendige Impfstoffe endlich freizugeben und seinem öffentlichen Gut zu machen. Nicht die Pharmakonzerne brauchen mehr Geld und Macht, sondern die WHO, damit lebenswichtige Pharmaka weltweit gerecht und zügig verteilt werden können. Und mehr als jeder Verteidigungsfonds ist ein europäischer Gesundheitsfonds erforderlich, ein öffentliches Silicon Valley der Gesundheitsforschung. Weil das Wichtigste, was wir haben, nun mal unser Leben ist, müssen wir den Schutz des Lebens zur Gemeinschaftsaufgabe machen. Vielen Dank. Und Sie hörten hier gerade Cordelia Ernst für die Linken, die auch nochmal auf die rechtlichen Grundlagen hingewiesen hat, die dieses Impfzertifikat erfüllen muss. Als nächstes spricht hier als Fraktionsloser Mislav Kolakusic. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger. Es gibt die Grundrechte, die aufgeführt sind in der Grundrechtscharta. Wir dürfen nicht vergessen, dass Covid-Impfstoffe ja nicht schützen vor einer Infektion oder vor einer Erkrankung. Wenn wir solche Bescheinigungen jetzt einführen, bekommen wir sehr viele Menschen, die umherreisen und die Krankheit verbreiten. 2020 haben 8,5 Milliarden Menschen die Krankheit nicht bekommen. Die sind nicht gestorben, nicht krank geworden. 99,9% der Gesamtbevölkerung sind das. Und jetzt impfen wir diese gesunden Menschen. Und letztendlich legen wir damit vielleicht eine Zeitbombe. 519 Fälle in Deutschland dieses Jahr und im letzten Jahr 184.000 Fälle. Das kann man gar nicht glauben. Und Sie hörten hier den fraktionslosen Abgeordneten Mislav Kolakusic. Als nächstes spricht hier für die EVP Christian Silvio Buschoi. Oder? Ich gucke gerade mal, ja, da wird gerade das Pult sauber gemacht und da ist der Redner. Herr Vorsitzender, Herr Kommissar, ich werde Rumänisch sprechen. Es ist wirklich ein Gebot, dass dieses Zertifikat angenommen wird, um die Freizügigkeit wieder zu ermöglichen. Wenn man mit diesem Zertifikat beweisen kann, dass man geimpft ist, getestet oder genesen und wenn dies anerkannt wird in allen Mitgliedsländern, dann hat das große Vorteile. Dann wird die Berufsmobilität und die Tourismusmobilität nie mehr eingeschränkt. Das wäre ein großer Fortschritt, ein starkes Signal auch zur Förderung der Impfkampagne. Das geht sicherlich auch in die richtige Richtung bezüglich der Wirtschaftserholung. Das Parlament hat verlangt, dass diese PCR-Tests, Antigen-Tests gratis sein sollten. Das wäre sicherlich die richtige Lösung für unsere Bürger. Und ich hoffe, dass die Mitgliedsländer dies annehmen werden. Massentests, wirksame Tests, das ist auch ein ganz schlagkräftiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie.
Pandemie. Es ist auch ein wesentliches Element der Strategie zur Wirtschaftserholung und zur Rückkehr der normalen Tätigkeiten, zum Beispiel auch an Schulen und ganz allgemein im Bildungssektor. Derzeit haben wir wirklich einen Flickenteppich von Maßnahmen. Und wir wissen auch, dass die Preise der Tests sich stark unterscheiden. Manchmal sind die Tests so teuer, dass junge Menschen es sich gar nicht leisten können, sich zu testen. Und sie haben ja auch nicht die Möglichkeit, sich jetzt schnell impfen zu lassen. Wir brauchen auch wieder mehr Sicherheit in Schulen. Wir müssen auch jene Menschen schützen, die an chronischen Krankheiten leiden. Die sollten auch die Möglichkeit haben, sich behandeln zu lassen in Krankenhäusern. Wir müssen den Gesundheitssektor also schützen. Und dazu brauchen wir erschwingliche, zugängliche Tests für Studenten, für Patienten, für Reisende. Jeder hat den Anspruch, sich gratis testen zu lassen. Und ich möchte die Kommission wirklich bitten, auch die Mitgliedsländer. Wir hörten hier gerade Christian Silvio Buscheu, der auch nochmal auf die die große Notwendigkeit hingewiesen hat, dass die Testungen kostenlos bzw. erschwinglich sein müssten. Als nächstes spricht hier in der Debatte Helen Fritzon für die Sozialdemokraten. Herr Kommissar, sehr verehrter Rat, die Pandemie ist bei weitem nicht vorbei. Und die Menschen fangen an, müde zu sein angesichts dieser ganzen Einschränkung. Deswegen freue ich mich darüber, dass die Anzahl der Geimpften wochenweise steigt. Und ich begrüße auch den Vorschlag der Kommission, dieses Zertifikat auszustellen. Und ich glaube, man sollte es bezeichnen, Bescheinigung für ein EU-Covid-Zertifikat. Denn das ist genau das, was es ist. Diese Bescheinigung sollte leicht zu erhalten sein, leicht anzuwenden sein. Es sollten die Grundrechte wie Integrität und Datenschutz respektiert werden. Und sie sollten auch unentgeltlich sein, abgabenfrei. Und sie sollen vor allem auch die Freizügigkeit erleichtern. Und dann können wir nach und nach Reisen ermöglichen, Geschäftsreisen wie Urlaubsreisen. Und hoffentlich haben wir dann im Sommer ein gemeinsames EU-Covid-Zertifikat, etwas, was von allen Mitgliedstaaten unterstützt wird. Es geht darum, dass die EU-Bürger sich frei bewegen können, entweder für die Arbeit oder Familienbesuche oder Urlaub. Und ich freue mich schon darauf, dass meine Familie im Sommer nach Dänemark reisen kann. Danke.